Ja, hier ist der Schalker, meine Freunde, YouTube-Freunde, Schalker-Freunde. Das Spiel von gestern war ja wieder nix. Ich habe gesagt, ich hatte ja gestern Abend noch gesagt, dass ich heute noch mal ein Video mache und darauf ein bisschen eingehe. Gestern war ich zu emotional, zu. Mir ging es gestern nach dem Spiel nicht gut. Schlecht geschlafen auch noch, dann auf der Arbeit war ja auch nicht gut drauf. Aber kann man vielleicht auch verstehen nach dem Spiel. Meine Analyse vom Spiel ist kurz, weil gibt nicht viel. 90 Minuten, zwei mickrige Torchancen, zwei mickrige Torchancen. Für ein Anwärter auf die Europaplätze zu schwach, zu schwach, zu schwach gegen einen Abstiegskandidat. Für mich das Spiel, die 90 Minuten kein Passspiel. Jeder zweite Ball ein Fehlpass. Keine Ballkontrolle, mal den Ball schön über außen nach hinten zu spielen, Stafetten mal suchen, mal eine Lösung zu finden, wie wir nach vorne spielen können. Nein, Ball annehmen, einmal, oh, keine Lösung, nach vorne dreschen. Oder so, Pferdeklappen und renn einfach drauf los. Keine Ballkontrolle, kein Spielaufbau, nichts von dem. Ich habe auch kein System gesehen, was ich seit zwei, drei Spielen sehe. Kein System in diesem Spiel. Seit Wochen. Ich frage mich ja wirklich, was wird eigentlich im Training einstudiert? Man trainiert doch eigentlich und studiert doch manchmal Pässe, wie man Laufwege studiert man ja im Training. Ich sehe aber nichts, dass man im Training einstudiert. Wir haben Qualität im Training und ich sehe, dass die Jungs wieder hart an sich arbeiten. Sorry, ich sehe gar nichts. Ich sehe null. Ich sehe null. Das hat gestern ja uns den Rest noch gegeben von den anderen drei, zwei Spielen. Schubert, in jedes Spiel ein bis zwei Fehler, die zu Toren führen. Der Junge, der verleiht die Abwehr keine Stabilität für mich. Keine Stabilität. Null. Eine Abwehr lebt von einem Torwart, wo du weißt, wenn du als Abwehrspieler meinen Fehler machst, weißt du, aha, da ist ein Torwart, der wird uns noch retten, nicht das Tor zu kassieren. Aber ist bei uns nicht. Denn der Schubert, der macht ein, zwei Fehler, bumm, ist das Ding drin. Da bist du als Abwehrspieler machtlos. Sagst du, boah. Deswegen sage ich ja, auch wenn der Nübel wechselt nach Bayern und viele Fans voll dagegen sind, ich bin auch gewesen, boah, Nübel, du Arsch, was wechselst, gehst du da auf die Bank? Aber wir müssen es einsehen. Nübel, drei Klassen besser als der Schubert und wie oft hat der Nübel uns auch manchmal den Arsch gerettet? Nach dem Wechsel. Zu viel wurde auf den draufgehauen, zu viel auf den Nübel, auf den Nübel, auf den Nübel. Wir wollten alle den Schubert, aber jetzt haben wir das. Jetzt sehen wir das Problem mit Schubert. Kenny, über rechts, Hinrunde, super. Super Hinrunde gespielt, aber läuft seit der Rückrunde die Form hinterher. Ich erkenne den Jungen auch nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Sahne, nach seiner Verletzung. Nicht mehr der Alte. Ist klar, nach einer schweren Verletzung, was er hatte, er versucht es, aber ist nicht mehr der Alte. Gibt auch nicht die Stabilität auch hinten in der Defensive nicht mehr. Nastasic läuft seine Form noch immer hinterher. Er hat mal ein, zwei Ansätze im Spiel, zwei Spiele gut und danach ein Spiel wieder ausreichend mit vielen Stellungsfehlern. Gestern auch ein, zwei Stellungsfehler. Nein, als Erfahrener musst du das beilegen. Der West Kenny, bei dem frage ich manchmal, er läuft durch das Mittelfeld, der weiß gar nicht manchmal wohin. Er weiß manchmal nicht wohin. Das kommt mir vor, ob der nicht weiß, was er tun soll. Junge, hättest du mal auf Instagram weniger gepostet, dass du mittags ausschläfst, bis mittags schlafen tust und hättest dich mal mehr auf die Vorbereitung konzentriert in der Corona-Zeit, würdest du jetzt nicht so ein Spiel liefern. Über Schopf, Matondo, Boogie brauche ich gar nicht mehr reden, habe ich schon die letzten Wochen schon oder Tage auch genug geredet, möchte ich nicht mehr. Otschipka, Junge, langsam im Spielaufbau und läuft den Spielern hinterher. Gegen schnelle Außenspieler ist er zu langsam. Nach vorne auch, kommt nichts, keine Flanke. Auch nach vorne zu statisch für mich.
Auch schwach geworden, schwach. Kalli, nach seiner Verletzung, auch nicht mehr der Alte. Ich weiß nicht, ob er nochmal die Kurve kriegt, dass er nochmal zu einer alten Form findet. Glaube ich nicht. Ich glaube, bei dem ist die Form wird nicht mehr wiederkommen. Er hat jetzt in ein Alter erreicht. Die beste Form hat er, glaube ich, vor 2 Jahren bei Schalke gehabt. Wo der 13, 14, nee, 10, 11 Tore gemacht hat, vorbereitet. Aber an die Form wird er nicht mehr drankommen. Bin ich mir sicher. Ja, der einzigste Lichtblick war gestern der Kabak nach seiner Verletzung. Muss ich sagen, der Junge erinnert mich an Bordon. Erinnert mich richtig an Bordon. Der Junge ist eine Wand für mich. Er ist wirklich wie der Bordon früher. Der steht da, gewinnt die Zweikämpfe, geht da richtig. Aber gestern die gelbe Karte in der 45 Minuten wegen Ball wegschlagen. Unnötig. Überleg mal, gelb, eine andere Aktion, wenn er falsch in einen Mann reingeht. Gelb-Rot. Muss er auch noch lernen. Ist aber jung, aber muss er auch noch lernen. Ja, nach 10 Spielen ohne Sieg. Es ist schwer, die Köpfe freizugeben. Das ist auch viel Kopfsache. Nach Niederlagen ist das viel Kopfsache. Als Fußballer selbst weißt du, wenn du jedes Spiel verlierst, 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 ist viel Kopfsache. Werden die Beine schwerer. Die Leichtigkeit ist verloren. Ist verloren die Leichtigkeit. Aber ich sage es ja, dafür müssen die erfahrenen Spieler wie Sahne, Nastic und Kalli, wenn ihr auf dem Platz seid, ihr müsst ihr doch die Jungen führen. Ihr müsst den, wie sagt man, ich weiß nicht, den Dreck aus der Schlinge ziehen. Aber ihr kämpft ja selbst mit euch. Deswegen ist das schwierig für euch, damit die Jungen da. Und die Jungen sind in einer Situation, manche kennen diese Situation nicht. Und das ist schwierig für junge Spieler, die das nicht kennen, das zu verarbeiten. Ja, und dann haben wir einen Trainer, der ideenlos ist für mich. Es ist immer leicht zu sagen, der Trainer ist schuld, aber in meinen Augen ist er schuld. Weil du hast ja auch Spieler auf der Bank. Wenn du Spieler auf der Bank hast, ein Miranda wurde geholt, ein Todibo wurde geholt. Miranda spielt fast nie. Der hat mal ein Spiel von Anfang an gespielt. Das war gegen Freiburg, glaube ich. Aber da war, weil der Otschipka, entweder ich weiß nicht mehr, ob der verletzt war oder gelb gesperrt war, hat er gespielt. Und im Pokal kam der einmal rein und manchmal 20 Minuten. Wenn ich so einen Spieler hole aus Barcelona, die Schule Barcelona, da ist alles drin, was ein Spieler hat, Technik, Zweikampf, Passspiel, er kann das alles. Habe ich ja auch gesehen in 2, 3 Spielen, wenn der mal gespielt hat. Dann lass den Jungen auch spielen. Und nicht nur den Otschipka. Es ist normal, dass dieser Junge unzufrieden ist. Du musst ja auch, die Ersatzspieler, die sind ja auch unzufrieden. Die sehen doch ganz Zeit, es läuft nicht in der Mannschaft, aber es spielen immer dieselben. Und dann versuch mal als Trainer, die noch zu motivieren. Wenn die sehen, ganze Zeit, der spielt ja immer, der spielt immer, der spielt immer. Und ich sitze auf dem Bank, komme nur 20 Minuten, mir gibt er keine Chance. Wann will er mir mal die Chance geben? Und wir haben immer verletzungsbedingte Ausfälle und trotzdem kriegen die anderen Spieler keine Chance. Und dann ist klar, dass Ersatzspieler, wenn die dann reinkommen, dass sie nicht 100% geben. Dann sagen sie sich, für den Trainer soll ich 100% geben? Der setzt sowieso nicht auf mich, der gibt mir nie eine Chance von Anfang an. Warum soll ich dann rein und dann alles geben? Das ist doch normal. Die Ersatzspieler sind die wichtigsten Spieler auch. Wir sind nicht nur 11 Mann, wir sind 24 Mann. Plus den Zeug, was auch noch. Du musst den Spielern auch die Möglichkeit geben, auch mal eine realistische Chance. Hier, das ist jetzt deine Chance, ergreif die. Aber wenn du dir diese Chance nicht gibst, dann werden die Spieler dir nicht mehr folgen. Und dann siehst du als Trainer ganz alt aus. Aber da zeigt sich dann immer ein Trainer, ob du gut bist. Aber was sollen wir machen da? Deswegen ist das für mich ja schwierig, schwierig, schwierig. Für mich ist der Wagner, der macht Armutszeugnis. Ist so. In den Kommentaren war einer, der Luis. Luis, ich hatte mir das mal aufgeschrieben. Du sagtest ja, Wagner muss auch mal die Fehler bei sich selbst schauen. Aber das macht er ja nicht. Ein guter Trainer sucht die Fehler bei sich selbst und das macht er in meinen Augen nicht. In meinen Augen, bin ich halt, wie du gesagt hast, ein Trainer muss die Fehler an sich suchen. Als erstes. Aber das macht, wie du gesagt, das macht er nicht. Und dafür, für mich ist er dann auch kein guter Trainer.
Dann müsste sich ein Trainer mal hinstellen und sagen, pass auf, ich habe diese Fehler gemacht, diese Fehler, diese Fehler, diese Fehler. Ich versuche diese Fehler jetzt abzustellen, aber macht er ja nicht. Deswegen, in meinen Augen, ist er schuldig. Ja, Buller, Christoph Buller, du hast auch mal gesch du hast geschrieben, wenn es mal nicht gut läuft, typisch Schalke, ist immer der Trainer schuld. Herr Buller, was soll ich dir sagen? Wenn ein Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht oder dem kein System gibt oder du siehst, dass auf dem Platz, wenn der Trainer dir eine Aufgabe gibt und die du nicht erfüllen kannst oder du siehst da nichts, wer ist dann dran schuld? Einer vom Vorstand oder der Trainer? Wer trainiert die? Wer macht das Training? So, wer hat diese Spieler gewollt? Der Trainer. Der Trainer wollte einen Miranda, der Trainer wollte einen Todibo, der Trainer wollte einen Rahman. So, und wenn die dann auf einmal nicht packen und nicht mehr nach 10 Spielen ohne Sieg und ich sehe wirklich kein Vorkommen und dann sagt ein Trainer noch, mir fällt nichts mehr ein, wir müssen so spielen. Hallo? Wer ist dann dran schuld? Wenn mein Chef zu mir sagt, du sollst diese Arbeit erledigen, mache ich das. Und wenn ich das nicht mache, dann kommt auch der Chef und sagt, was machst du da? Ich habe dir doch gesagt, du sollst doch die Arbeit machen. So. Deswegen ist für mich, ist immer einfach zu sagen, der typisch, der Trainer ist schuld. Aber ey, für mich ist der schuld. Ganz einfach. Aber ich finde das cool, dass ihr eure Kommentare schreibt. Ich versuche dann fast jeden, zu mir sagt, du sollst diese Arbeit erledigen. Mache ich das? Und wenn ich das nicht mache, dann kommt auch der Chef und sagt, was machst du da? Ich habe dir doch gesagt, du sollst doch die Arbeit machen. So. Deswegen ist für mich, ist immer einfach zu sagen, der typisch, der Trainer ist schuld. Aber ey, für mich ist der schuld. Ganz einfach. Aber ich finde das cool, dass ihr eure Kommentare schreibt. Ich versuche dann fast jeden Kommentar mal zu antworten. Jetzt habe ich es mal endlich mal geschafft. Finde ich super von euch, dass ihr Kommentare und dass ihr mich verfolgt. Super, Dankeschön. Ne? Ja, mehr kann ich mir dazu sagen. Ansonsten, ich könnte loslegen ohne Ende noch mehr, aber möchte ich nicht jetzt darauf einkommen. Ich hoffe, dass wir am Samstag mal ein anderes Schalke sehen und mal andere Spieler auf dem Platz. Ich hoffe es. Werden wir mal sehen. So, man merkt, ich bin ein bisschen runtergekommen. Ich freue mich schon auf den Samstag. Aber wenn wir so weitermachen, sehe ich schwarz. Aber ich gebe nie auf. Ich Schalker gebe nie, wir Schalker geben nie auf, egal wie die Lage ist. Ja, wenn es euch gefällt, liked mich, teilt mich, abonniert mich. Ich freue mich immer über euch, über eure Kommentare. Dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag. Wir sehen uns Samstag wieder nach dem Spiel. Ich hoffe, endlich mal mit einem Sieg. Ich hoffe es. So, dann kommen wir schön ins Wochenende morgen rein. Ciao, der Schalker.